Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Wenn wir über chinesische Smartphones reden, reden wir selbstverständlich über Apple. Gibt es wieder Stress? Und das ist noch weit untertrieben, Freunde. Es ist echt unfassbar. Und das ist diesmal auch nicht lustig. Das geht nicht in die Kategorie. Was gönnt sich Apple diesmal? Das ist eigentlich eher traurig. Gewaltsame Proteste brechen in der größten iPhone-Fabrik der Welt aus. Nach Lockdowns und unbezahlten Gehältern. Ist nun mal ganz kurz. Also hier berichtet Bloomberg. Also kein Unbekannter, dass es halt bei Foxconn Proteste gibt. Foxconn ist ein Fertiger, das heißt, die stellen Geräte in Auftrag her. Und der größte Auftraggeber ist natürlich Apple. Gibt aber, muss man an der Stelle auch mal sagen, noch ganz andere Auftraggeber, wie Samsung, wie Xiaomi zum Beispiel und viele, viele andere bekannte Marken auch, lassen bei Foxconn direkt fertigen. Und zwar in China. Die iPhones werden dabei in der größten Fabrik gefertigt mit sage und schreibe 200.000 Angestellten. Notebookcheck.com. Beziehungsweise ein Zuschauer hat mir das zugeschickt. Vielen Dank dafür. Laut einem Bericht von Bloomberg demonstrieren aktuell zahlreiche Arbeiter der größten iPhone-Fabrik der Welt in Chengdu, China, gegen die widrigen Arbeitsbedingungen. Aufgrund der jüngsten Covid-bedingten Lockdowns gelten für die Mitarbeiter von Foxconn seit rund einem Monat strikte Beschränkungen, welche für Spannungen unter den Mitarbeitern so gesorgt haben. Die Fabrik, die gemeinhin als iPhone City bekannt ist, beschäftigt insgesamt mehr als 200.000 Arbeiter. Viele davon durften das Werk seit dem Beginn der Lockdowns nicht verlassen. Zahlreiche Mitarbeiter sollen über die vergangenen Wochen zu Fuß vom Werksgelände geflüchtet sein. Foxconn hat mit deutlich höheren Boni reagiert, die Mitarbeiter zum Bleiben motivieren sollen und die profitable iPhone-Produktion sicherzustellen. Naja, und dass die halt abhauen wollten von dem Betriebsgelände, wurde halt nicht so gern gesehen. Da wurden die dann halt niedergeknüppelt. Und da gibt es jetzt auch Videos und das ist halt schon ziemlich krass. Es gibt, so viel ich weiß, im Moment keine offizielle Stellungnahme von Apple. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich hatte ja letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr, hatte ich ja schon berichtet über einen Aufstand der Arbeiter in einer iPhone-Fabrik in Indien. Die haben das iPhone SE hergestellt, während das normale iPhone, in dem Fall also die 14. Generation, die wird ja in China hergestellt. Es gibt übrigens auch Pläne, dass Apple nach, ich glaube, Vietnam jetzt möchte, um sich so ein bisschen von China zu lösen. Aber es ist ja nicht irgendwie eine Lösung, dann in ein anderes Land zu gehen, wo dann ebenfalls Arbeits- und Umweltschutzbedingungen etc. halt entsprechend schlecht sind. Apple könnte ja zum Beispiel wirklich nur auf Nummer sicher zu gehen, dass die Mitarbeiter fair behandelt werden, dass es sowas wie Tariflöhne gibt, dass die Umweltschutzmaßnahmen eingehalten werden oder auch sowas wie Ressourcenschutz, das Verbot von Kinderarbeit zum Beispiel, dass es alles eingehalten wird. Da könnte Apple einfach nach Europa gehen, könnte in Frankreich produzieren lassen, Belgien, Luxemburg, Deutschland etc. Machen sie aber nicht. Stattdessen gibt es Pläne, dann die Produktion in ein anderes armes Land zu verlagern, wo dann die Probleme ja bloß früher oder später reproduziert werden. Weil ja genau darin der Kern der Probleme ja liegt. Es wird einfach zu wenig Geld in die Produktion gesteckt. Die Aufstände hier sind ja vor allem jetzt dadurch entstanden, dass eben die Gelder nicht bezahlt wurden. Foxconn sagte dazu, ja, das stimmt alles, aber das sind ja die Boni, die nicht gezahlt wurden. Macht's irgendwie jetzt nicht viel besser? Ich meine, die bekommen halt ihre Kohle nicht. Ob jetzt das Gehalt gezahlt wird, was ja auch extrem niedrig ist, oder ob die Boni nicht gezahlt werden, es werden halt vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet. Na klar, gehen die dann auf die Barrikaden. Aber sich doch so auf die Kamera zu stellen, jetzt als Foxconn und zu sagen, nee, wir haben ja bloß die versprochenen Boni nicht bezahlt. Ja, da brauchen sie sich nicht zu wundern, dass es natürlich dann Terz gibt in der Fabrik, erst recht, wenn die Leute das Betriebsgelände halt nicht verlassen dürfen. Jetzt darf man natürlich nicht davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie so eine kleine Bude ist und die sind alle eingefärscht in der Lagerhalle. 200.000 Mitarbeiter und das Ding heißt ja auch iPhone City. Das wird ein gigantisches Betriebsgelände sein. Ja, die haben ja auch richtig Baracken, wo die dann schlafen. Da gab es ja auch mal das Problem. Wiefern es das heute noch gibt, weiß ich nicht. Kommen ja auch nicht so viele Informationen da nach außen, dass da auch Mitarbeiter aus den Fenstern gesprungen sind, weil die mit den Arbeitsbedingungen nicht klargekommen sind. Und als Reaktion darauf, auch als das dann hier im Westen publik wurde, hat Foxconn, das ist kein Scherz, haben die Auffangnetze unter den Fenstern montiert. Dass wenn die aus den Fenstern springen, dann halt auf den Auffangnetz landen und nicht auf den Betonboden. Als es irgendwie ziemlich kalt ist. Naja, es ist natürlich immer so die Frage der Verantwortung. Klar, Apple wird sagen, es geht uns nichts an. Wir haben da einfach einen Fertiger beauftragt und die müssen dann halt die iPhones zusammenbauen und verkaufen die uns ja dann praktisch. Es wird ja alles auch in China gefertigt. China macht das fix und fertig im Großen und Ganzen, die iPhones, und verschickt die dann eigentlich komplett verkaufsfertig dann in die USA. Also eigentlich produziert und exportiert China die iPhones. Apple entwickelt die sozusagen nur und kauft die ganzen einzelnen Teile ein, die zum Teil dann aber auch in China produziert werden. Und da kann man natürlich die Verantwortung von sich schieben und sagen, damit haben wir halt nichts zu tun. Aber erstmal steht auf den Geräten irgendwo immer noch Apple drauf und die Leute gehen ja davon aus, ein US-amerikanisches Produkt zu kaufen, also ein Produkt aus dem Westen. Das ist der eine Punkt, also was die Leute irgendwie denken und glauben, was die da halt kaufen. Und der andere Punkt ist,
dass man ja trotzdem eine Verantwortung trägt, weil Apple ja schließlich die Verträge ja auch aushandelt und bestimmt, wie viel Geld die pro Stück eben auch bezahlen. Foxconn kann nur das an die Mitarbeiter weitergeben, was die halt von Apple bekommen oder von den anderen Auftraggebern davon abgesehen. Aber Apple ist halt der Größte, vor allem auch in dieser Fabrik. Das sind ja Fertigungsstrecken, ne? Da wird dann halt nur ein iPhone produziert und nicht ein Samsung Galaxy S22 Ultra, weil die Fertigungsstrecke dafür einfach nicht gemacht ist. Wie das genau funktioniert, das weiß ich dann auch nicht. Also ob in unterschiedlichen Fabriken auch unterschiedliche Arbeitsbedingungen und Bezahlungen herrschen, je nach Auftraggeber, oder ob das alles standardisiert schlecht ist, also einheitlich mies. Es gibt schon einen qualitativen Unterschied, beziehungsweise gibt es einen Unterschied in der Betrachtung der Marke, wenn wir zum Beispiel von Xiaomi oder von Apple reden. Weil bei Apple gehen ja einfach die Mehrheit der Konsumenten davon aus, die Geräte werden schon irgendwie vernünftig hergestellt, sind hochwertig, weil ja schließlich die Geräte ja auch so teuer sind und Apple das ja auch so kommuniziert und ja auch so ein starkes Greenwashing betreibt und behauptet, die Umwelt schützen zu wollen. Und jetzt ja auch noch, war ja kürzlich News gewesen von mir, dass ja Apple jetzt seinen Auftrag fertig, also die ganze Lieferkette auffordert, bis ins Jahr X halt klimaneutral zu produzieren. Und dann gibt's dann direkt einen Monat später massive Aufstände in der größten iPhone-produzierenden Fabrik der Welt. Also hier sehen wir irgendwie, dass Apples Ambitionen ja eigentlich vor allem darin bestehen, die Verantwortung einfach auf andere Unternehmen in einem anderen Land einfach abzuwälzen, aber ohne gleichzeitig Bereitschaft zu signalisieren, die Fertigung der Geräte auch mal vernünftig zu vergüten, so dass halt die Löhne gezahlt werden können, pünktlich, dass auch vernünftige Löhne gezahlt werden können, dass es keine Kinderarbeit gibt. Ich glaube, das ist in China immer noch ein Problem, aber ja, da ist halt schwierig, da Informationen ranzukommen, dass die Umwelt auch mal geschützt werden kann, weil da wird in China nochmal wenig Wert darauf gelegt, weil sonst können einfach die Produktionskosten nicht gehalten werden. Das ist klar, das eine bedient nun mal das andere. Und bevor jetzt dann auf die Idee kommt, dass das Ganze ja dann vom Konsumenten gar nicht getragen werden kann, also dass so ein iPhone 4.000 bis 5.000 Euro kosten würde, wenn es in Deutschland oder in den USA produziert wird, kann ich nur sagen, doch, das wäre schon machbar, dass zum Schluss ein vernünftiger Preis, Endpreis halt für den Konsumenten übrig bleibt, wenn Apple halt bereit wäre, von den massiven Gewinnen halt runterzugehen. Apple ist ja nicht umsonst das wertvollste Unternehmen an der Börse. Es muss ja irgendwo herkommen. Und das kommt A vom Konsumenten, der viel zu viel für ein Smartphone bezahlt, und B kommt das dann von den Fertigern, an denen dann eben extrem gespart wird. Und dann endet das zum Schluss halt in solchen Aufständen, wo natürlich diese Covid-Eindämmungsmaßnahmen auch eine ganz große Rolle spielen. Die chinesische Regierung natürlich selbst ebenfalls, die da mit massiven Einschränkungen halt reagieren, aber ohne für entsprechenden Ausgleich zu sorgen. Natürlich könnte an der Stelle eben Apple auch reingrätschen und könnte dann entsprechend dann auch finanziell natürlich da Unterstützung leisten und sagen, pass auf, ihr klöppelt hier unsere iPhones zusammen für einen spitzen Preis. Unser Reichtum basiert im Prinzip auf eurer Armut. Also sind wir jetzt bereit, jetzt hier mal einen Förderfonds aufzulegen für die Arbeiter, die da jetzt eben der größten iPhone-Fabrik der Welt so extrem leiden müssen. Ist mir nicht bekannt, dass es da irgendwelche Maßnahmen seitens Apple gibt, den Mitarbeitern da in der Foxconn-Fabrik irgendwie ein bisschen Entlastung zu bescheren. Und dann ist das Ganze halt irgendwann hochgekocht und da gibt es eben jetzt wirklich massive Aufstände, übelste Unruhen. Ich bin gespannt, ob Apple daraus irgendwelche Konsequenzen ziehen wird, denn die könnten ja auch über Verhandlungen zum Beispiel Druck aufbauen. Allerdings muss man also sagen, wie es ist, wenn es da nicht eine finanzielle Entlastung auch für Foxconn gibt, dass sie da einfach mehr Spielraum haben zu reagieren. Naja, wird sich wahrscheinlich so nicht viel ändern, weil einfach nur zu fordern bringt ja am Ende ja dann auch nichts, wenn die es einfach nicht umsetzen können. Foxconn wird sicherlich auch in der Chefetage einiges an Geld verdienen. Aber ob das dann halt ausreicht, vor allem halt auf Dauer, um die Bedingungen wirklich zu verbessern, das glaube ich nicht. Da muss von den Auftraggebern einfach mehr her. Das ist wie in Deutschland, ne? Die Bauern, die könnten nicht wirklich für bessere Bedingungen für die Tiere sorgen, wenn die Supermärkte nicht bereit sind, auch mehr Geld dann halt für die Produkte zu zahlen. Also es hängt auch immer irgendwo mit an den Auftraggebern. Im Übrigen sehe ich ja auch nicht irgendwie den Konsumenten in Zugzwang. Nicht bei Apple, weil ganz ehrlich, der bezahlt ja schon so viel für ein iPhone, dass man sagt, hier wäre eigentlich eine vernünftige Produktion gar nicht so das Problem. Es hängt dann eigentlich eher an Apple, die sich dazwischen schalten und die hier einfach viel zu große Margen realisieren und dann halt einfach aus dem ganzen Kreislauf zu viel Geld abziehen. Könnten ja, wie gesagt, die Produktion da gerne nach Deutschland verlagern. Ich denke mal, wir würden uns darüber freuen, über die zusätzlichen Arbeit. 200.000 in einer einzelnen Fabrik, das ist wirklich unfassbar. Und vor allem könnt ihr euch vorstellen, wenn da ein Aufstand, Freunde, da passiert dann aber einiges, ne, wenn die da alle außer Rand, ich meine, wir reden von 200.000 Leuten, wenn die sich mobilisieren, ja, da kriegt die örtliche Polizei, da könnt ihr nicht eben mal eine Streife vorbeischicken. Ich verlinke euch mal einen Artikel zu notebookcheck.com in der Videobeschreibung, ist sowieso eine tolle Seite, wirklich, gibt's immer viele Informationen, auch welche, die halt weniger populär sind, und das war's dann für heute. Eigentlich eher was Trauriges, muss man so sagen, wie es ist, und ich hoffe, das ganze Lage beruhigt sich, und wer weiß, vielleicht wird ja auch Apple mal noch um die Ecke kommen
und wird immer was ändern, weil Apple hat ja die finanzielle Schlagkraft, um da wirklich mal bei der Produktion für bessere Bedingungen zu sorgen. Wenn ich das Video finde zu den Aufständen in der indischen Fabrik, kann ich euch das auch mal verlinken, weil das war auch ganz schön bitter gewesen. Und dieser Aufstand hat auch klar gezeigt, welche Missstände da auch in Indien in der Fabrik vorherrschen, die ja das iPhone SE produzieren. Da haben mich selbst Ingenieure einen absoluten, indiskutabel, auch für indische Verhältnisse, einen absoluten Hungerlohn bekommen. Ingenieure. Wie gesagt, wenn ich daran denke, verlinke ich euch das Video auch noch in die Videobeschreibung, Freunde. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.